Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark and Light. Wir dürfen euch wieder recht herzlich begrüßen und wünschen euch viel Spaß. Ja, hallo und moin moin. So, ich schmeiß hier gerade ab, weil ich bin schon wieder überladen. Ich hab gar keine Wahl. So, Holz. 500. Ach, ich habe sehr viel Holz. Ui, 800. Ich habe mich vergiftet mit was Grünen. Sollst du auch nicht alles essen. Aber hier, ich weiß nicht, vielleicht ist das hier ein schöner Platz hier oben. Ja, aber wenn das kein 5000er ist, kannst du vergessen. Ja, wollte mal gleich so riesig machen. Ja, das nützt ja nichts. Du hast doch gesehen, was los ist. Wenn wir Ställe bauen müssen und alles Mögliche, stehen wir wieder da. Ja, das stimmt natürlich schon. Ich bin am überlegen, ob ich, wie komme ich denn jetzt hier? Und überleg mal. Hier ist mastig Eisen, Leute. Hier ist mastig Eisen. Ja, merkt ihr die Stelle? Mehrere Knollen. Große Knollen. Bin jetzt schon am Rumeiern. Kaschawald. Oh, Kaschawald ist gut. Ist das ein Kascha? Ja. Das hier ist bei mir ist noch einer. Ich habe gerade einen gekillt. Einer läuft hier noch rum. Ja. Die sind gleich wieder alle fertig. Ich habe noch nicht mal diesen bescheuerten Speer fertig. Ja, dann mach doch erstmal eine andere Quest. Bevor mal. Keine Ahnung machen. Ja, dann musst du, dann beschwer dich auch nicht. Ich will diese eine Quest jetzt hier fertig machen. Warum kann ich diese verdammte Ding denn nicht bauen? Mir fehlt. Ach so, mir fehlt das Zeug. Naja, gut, dann mach ich da eine andere. So, der Kascha hat Pech gehabt, der hat mich überfallen. Ich muss mal können. Kascha, hast du Kascha gefunden bei dir? Ja, klar. Ich bin im Roten Wald. Unten irgendwo, ne? Ich bin hier oben. Aber hier ist auch nur ein 500er Bauplatz. Nee, das bringt gar nichts. Ist der denn groß genug, der Platz, der Rote Wald? Tausender. Tausender, ja. Wir gehen weiter durch. Wir werden hier keine. Überleg doch mal, wo Bergen. Und wir werden hier ganz sicher keinen 5000er Platz finden. Doch, gibt es. Werden wir schon finden. Ich laufe jetzt mitten durch den roten Wald. Brauchst nur den Weg folgen. So, ich muss meine Bergschüler runter. Ich eier jetzt. Hi. So, ich hätte nicht mehr laufen können. Gibt's ja gar nicht hier. Hops. Da drüben könnte doch was sein. Okay. So. Ja, ein bisschen. Okay. So, warte mal. Rucksäcke bauen. Rucksäcke. Das müsste ich doch hinkriegen. Da mache ich da noch was von. Wenigstens den einfachen. Ja, den einfachen. Wenn ich den mal finde, da ist da einer. Ich brauche noch drei Dings. Am besten ohne Schwert, ne? Jo, da haben wir einen. Da ist der zweite. Und drei, vier. So, jetzt kann ich meinen Rucksack machen. Ein Rucksack. So, dann pflücke ich gleich noch ein paar mehr davon. Können wir einen zweiten Rucksack machen. Yippie! Achso, nehmen muss ich den auch noch. Moment. Ja, ist alles umgepackt hier. Na gut. Null. Und komm, hast du? Bist du jetzt lauffähig? Dö, 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 dö. Im roten Wald bist du? Ja, einfach durchlaufen. Dann kommst du schon richtig. Einfach den Berg runter und geradeaus durch den roten Wald durch. Ja. Du hast ein Pickling und ich darf den nicht schießen. Mann, klar darf ich den schießen, aber das bringt doch nichts. So, ich will mal gucken, wenn ich mir ich muss eine andere Aufgabe machen. Was nehmen wir denn? Wir gucken mal, ob wir nicht doch noch einen Aufseher finden.
Einen Aufseher. Ich möchte einen Aufseher haben. Waren hier die Kaschas in dem Roten Wald? This poisonous swamp is not a hospitable environment for you, traveler. Soon enough, the swamp will slowly paralyze you and take your life when you least expect it. How is that possible, you may ask? I am referring to Bufo. Ich muss mal überlegen, wie die aussahen. Ein toter Hirsch. Wie eine Katze. Aha. Mit langem Schwanz und Hörnern. Okay. So, jetzt bin ich am Fluss unten. Hier ist Tausendergebiet, ja. Warte mal, was Weil ist hier denn? Liegt Kascha tot auf der Brücke. Gucken dir an. Ah, warte. Oh, der ist aber ganz schön garstig. Oh, aber das geht, ne? So, ich guck noch mal, ob ich noch ein bisschen. Ich gehe jetzt auf Kascha suche. Da scheint was zu sein. Manni, bist du über die Brücke drüber, oder? Ich bin über die Brücke drüber. Ich gehe praktisch durch den ganzen Roten Wald durch. Okay. Und zwar Richtung... Ah, hier sind Zwiebeln, und zwar ganz große. Ja. Und ich gehe hier Richtung, wie soll ich das sehen? Da ist so ein Berg, wo ist im Moment so ein bisschen grünlich drauf leuchtet. Der ist mit Schnee bedeckt. Und auf dem Berg, also da unten sehe ich Schaden. Machst du da unten Schaden? Wer? Wanderer. Als Wanderer. Der haut mich! Ja, haune platt, ich bin auch da. Ja, ich bin tot. War doch klar, dass ich den nicht schaffe mit den 96. Nicht zufällig spawnen. Beim Spawnen muss man aufpassen. Da ist, wo man angefangen hat. Ich bewache so. Deine Sachen. Ja, ich komme runter, warte. Ich habe keine Munition mehr, ne? Jetzt muss ich gleich mal gucken, kann ich noch was brauchen, um Pfeile zu machen. Das war Steine, die habe ich abgeschnitten. Steine, Stroh und Garn. Okay, ich brauche auf jeden Fall Garn. Und das heißt, ein Baum bräuchte ich. Konnte man auch diese komischen, die so aussehen wie Büsche. Also wie gesagt, ich bin noch in der Ära Areal Kaschawald bin ich noch und bin bei deinen Sachen, ne? Ich komme sofort zu dir. Bin auf. Alles gut, lass dir Zeit. Ach, Magnus Standing ist auch torch. Da. Standing torch. Ach so, okay. Ich bin etwas überdreht. Überfordert eigentlich. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich brauche auf jeden Fall. Ach, ich weiß ja, was ich brauche. Erstmal brauche ich meine Sache zurück. Genau. So, ich gehe jetzt erstmal gucken. Geh mal aus dem Weg, du hörst, sonst wirst du umgenietet. Das kommt alles automatisch, Wanderer. Du brauchst dir da keine Gedanken machen. Ne? Seht du, dass du ein bisschen jetzt Leder kriegst, dann kannst du Kleidung machen und darauf bauen wir auf. Das schaffen wir schon alles. Alles kein Problem. Ja, das ist, wir spielen ja auch, wir spielen Magnus und ich hatten halt den Vorteil, dass wir diese ganzen Speere und diese ganzen Geschichten schon hergestellt haben. Dass wir das gar nicht mehr mussten. Ne? Wir brauchten nur noch killen. Denjenigen zu killen. Ja. Jo. Ups, so. Jetzt ein bisschen Leder mitnehmen. Ankommen. Okay. Oh, das ist schon wieder dunkel. Moment, muss gleich mal umschalten auf Elfi. Jo, das ist erledigt. Einmal eine Elfi, bitte. Moment, das ist. Oh, die Tastatur. Moment. So, jetzt gibt's den. Wow. Kleine Katze hier. Hier sind zwei Picklinge. Also Picklinge mache ich mal keine Sorgen. Die gibt's ja genug. Nur dieser düsselige Bär, der hat mich umgenietet. Das war aber auch ein echt großer Bär. Warte mal, ich wollte noch Pfeile machen, ne?
Pfeile. Wo ist denn das jetzt? Ich würde mir es doch nur mal merken könnte. Steine brauche ich noch ein paar. Okay. Steine 4. Doch, ich brauche mir noch mal schnell ein paar Steine. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist diese blöde Axt kaputt gegangen. Gut. Ah, nee, Moment. Ich kann wieder heilen. Jawohl. So. Und komm, weiter kloppen. Ein paar Steine. Jo, das müsste reichen. Und ich brauchte noch Garn, hatte ich glaube ich schon, oder? Oh, ich kann mir Kleidung machen. Ich kann mir Kleidung machen. Stiefel. Und einmal herstellen. Und eine Hose. Und was machen wir noch? Irgendwas vor oben drüber. Drumrum. Dann wäre das Gewand. Sehr schön. Oh, da ist das Ende. Ja, genau, die nehme ich auch gleich noch. Ja, klasse. So. Und jetzt müsste ich den Korb nur noch anziehen. Jo, sehr schön. Bin ich nicht mal ganz im Lockeste hier. Okay. Und Schuhwerk da. Ja, sie ist bekleidet. Und jetzt muss ich nur den Weg finden. Ich glaube, ich muss da lang an dem Ding ist vorbei. Geh mal weg, sonst muss ich die pieksen. Oh, ist das der richtige Weg? Ich glaube, Kaschawald heißt das Ding sogar. Mhm, genau. So. Nehmen wir mal gleich wieder den Bogen. Ich wollte Pfeile machen. Ich habe immer noch keine Pfeile. Was fehlt denn noch? Ach, Garn fehlt nur noch. Moment. Schwert und an den Baum ran. Jo, ich nehme mal die kurze. Ja, komm, ich will mich da hoch. So. Jo, das müsste reichen für ein paar Pfeile. Okay. So. Was denn immer noch nicht? Was fehlt denn jetzt? Ich bin noch nicht blind. Verstehe ich nicht. Das müsste doch jetzt frei sein. Ich habe doch das geholt, was ich brauche. Da. Garn. Ach, Stroh. Nicht Garn. Oh. Ist nichts los mit mir. Stroh. Warte mal, hier vielleicht die Büsche. Ja, ein bisschen Stroh. Ein bisschen brauche ich aber noch. Komm, ein bisschen müssen wir noch haben. So. Ja, sieht gut aus. So, den haben wir auch. Und jetzt können wir Pfeile machen. Na, so. Dann habe ich jetzt wieder den Bogen zur Verfügung mit... Ja, 36 Pfeile. So, dann komme ich jetzt mal und gucke mal. Moment, wo war denn das? Oh, ich komme aus dem Wald raus. Moment. Irgendwie, ah, hier ist das Wasser. Moment. Musst du, glaube ich, übers Wasser rüber, ne? Aber hier ist die Brücke nicht. Oh mein, ich habe mich verlaufen. Ja, die Brücke ist ein bisschen unter Wasser. Also, ne? Hier, aber hier ist keine Brücke. Dummerweise. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Jo. Das ist so doof, dass man hier nicht weiß, wo man langläuft. Ups, komm, wir müssen hier hoch. Ich bin wieder im Kaschawald. Ah, da ist jemand. Hallo, du da. Nimmst mich mit, bitte. Nö, ich nehme keine fremden Anhalter mit. Auch keine weiblichen? Nee, die erst recht nicht. Zeig mal, wo ich gestorben bin. Ah, da hinten, ich sehe schon. Super, dass ihr aufgepasst habt. Ja, so sind wir nun mal. Die zwei ganze Kerle dank Schappi. Jo. Okay, so.
Habt ihr einen Platz gefunden? Nein, wir gehen einfach mal so ein bisschen den Weg weiter hoch. Ja. Da oben ist wieder so ein Plateau auf dem Berg. Vielleicht ist das ja groß genug. Es gibt ein im Bafo-Gebiet, im Bafo-Sumpf, jetzt wird's hell, gibt es ein wunderschönes Baugebiet, aber ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Oh, Moment, da ist irgendwas. Jetzt muss man gerade gucken, ob das mein Kascha ist. Ach, das SZ. Moment, ich kann mein SZ nicht ausschalten. Nein. Hier, nimm den, der hinter dir war. Oh, ich sehe nichts. So ein Scheiß, ihr schlagt dich schon wieder und ich habe noch nicht. Nee, der hat mich von hinten angegriffen. Ich wusste ja nicht, dass das ein Achter ist. Der hat ja nichts drauf gehabt. Tut mir leid. Ja, nee, ist ja alles gut. Ihr wisst doch, ich bin etwas stoffelig und ein bisschen langsam. Ich hoffe nur, da kommt noch einer. Ich krieg das blöde Ding wieder nicht aus. Auto-Hide disabled, schon wieder nicht ausgeschaltet. Es nervt mich, dass ich das jetzt wieder im Weg habe. Warte mal. Vielleicht muss ich mal auf Englisch gehen. Ich lache, ja toll, ich lache. Jetzt lache ich. Oh nee, ich lache jetzt sowas von. Also ursprünglich hatte sie das auf dem Q gemacht. Auf den Fragezeichen SZ. Gemacht. SZ gemacht, ja. Oder ja, SZ, glaube ich, ne? Ja, habe ich auch weggekriegt jetzt. Ist das nicht, guck mal, das ist auch nur ein Tausender Gebiet, ne? Ja. Obwohl das ja hier richtig schön groß werden könnte. Ja, aber rechne dir mal eine Wand aus. Wie viel sind da, ist denn eine Wand? Eine Wand, ein Punkt. Ein Bodenteil, ein Punkt. Eine Werkbank, ein Punkt. Und jetzt rechne mal, wenn wir 8x8 bauen. Ja gut, das sind dann 64 Punkte für die Bodenplatte. Ja. Für die Decke 64 Punkte und für die Wände auch nochmal, je nachdem wie hoch wir sie machen und sowas einiges. Und dann die ganzen Teile, die wir reinstellen noch. Schränke, Truhen. Wände, Truhen. Ja, okay. Ich muss aber eigentlich nochmal in den Kascha-Wald zurück. Ich bin irgendwie zu weit. Oder kommt hier noch ein Kascha? Ach, hier ist genug Kascha. Wir gehen doch auch noch los. Dann schaltest du gleich halt um auf Bafos. Bafos, das war glaube ich die andere Aufgabe. Dünen, Drescher, Eule und Bafos. Wenn wir jetzt, also wie gesagt, erstmal gucken, was wir hier so finden. Ja, es ist so neblig hier. Ja, ist im Moment ein bisschen nebelig. Nein. Ich gucke hier mal, warte mal. Hier den Weg. Ich bin irgendwie überladen. Hier ist auf jeden Fall schon mal Kupfer. Großer Brocken. Okay. Hier ist ein 5000er Gebiet. Wo bist du? Wo echt? Hast du eins gefunden? Ja, wo wir hier sind. Auf mich. Oh ja. Ja, tatsächlich. Oh cool. Haben wir ja doch ein Gebiet gefunden. Jetzt ist die Frage, wo fängt das an und wo hört das auf, ne? Wo wollen wir denn anfangen? Gebietsrand. Gebietsrand stand da gerade. So, das heißt, wir hätten hier auf jeden Fall ein großes Gebiet. Und jetzt sind schon die Vögel. Wollen wir hier bauen? Ich wollte nur eine halbwegs gerade Fläche. Naja, die werden wir in den Bergen wohl kaum finden. Oh, schon wieder ein Bär, Leute. Aber es ist ein Achter, womit. Oh, den habe ich. Moment, ich will den mal mit dem Schwert bearbeiten. Ein bisschen was mitnehmen noch. Fleisch, Fell. Ich glaube, da kann ich mir noch Kleidung machen. Jo, komm. Hau ihn. Jo, jetzt ist er weg. So. Habt ihr eine gerade Fläche gefunden? Ich glaube hier unten, wenn wir den Weg weiter rumfolgen, da ist auch ein Beobachter. Oh, Beobachter? War das der Wächter? Ja. Auch den Wächter könnte ich brauchen, Moment.
Ihr habt ja schon einen Sicht. Ja, ja. Warte mal, dann bestell. Ja, da ist der Aufseher, ja, ne? Ja, das ist dieser gummige Glubscher da mit den Tentakeln. Ja, genau. Okay, wo bist du runtergegangen? Hier, ich kann das jetzt nicht schlecht sehen. Ich bin nicht beweglich. Ich muss, entweder schmeiße ich den Kram jetzt ab oder ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ich komme wieder den Berg ein bisschen hochgeeiert. Ja, ich guck mal. Ich sehe das jetzt nur nicht wegen dem Nebel nicht. Ja, ja, ich hab ja eine Leuchte an. Ich hab die Lampe brell. Du hast die Lampe an. Ja. Also den Aufseher sehe ich gerade. Wenn das der ist. Ich pack den nicht an. Das heißt also, du müsstest auch unten sein, ne? Auf so einer ebenen Fläche. Ich bin direkt, ich sehe den Totenschädel direkt. Ich guck genau auf den Totenschädel drauf. Genau, da gucke ich auch gerade hin. Da müsstest du ja in meiner Nähe sein. Hm. Ah, so, ja. Da kommst du. Da oben kommt jemand. Ja, genau. Genau. Und wo hast du den gesehen, bitte? Ah, ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn auch. Genau. Ja, ich hab ihn. Yippie. Mit einem Schuss. Hoi, Leute. Hoi, und 16er. Ist mir völlig wurscht, ich hab die Aufgabe erledigt. So. So, ich werde jetzt mal nicht. Hier wollen wir hier bauen. Hier ist das schön, oder? Ja, nicht? Ein Stückchen hier hoch, hier ist etwas gerader. Ja. Also lasst uns nochmal durchatmen. Oder? Haben wir denn hier genug Holz? Also ich glaube, wir können viele von diesen, die aussehen wie Büsche, die können wir auch mit erholzen. Ja, da unten ist der rote Wald und ein Stück zurück ist ja auch der riesengroße rote Wald. Also müssen zwar ein bisschen rumrennen. Ich bin schon wieder am Verhungern, am Verdursten. Warte mal, ich muss erst essen. Entschuldigung. Gibt's also doch gar nicht. Ich fresse ein Stück. Also hier auch, ich auch. Moment, ich muss auch, ich futter mal eine Runde das mit. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Ja, wir sind einfach nur gelaufen. Ja, hier kriegen wir also diese Büsche, die aussehen wie kleine Bäume oder so, die kann man auch gut hacken. Hast du Hunger und Durst eventuell zurückgesetzt? Ich habe nichts zurückgesetzt. Weil wir ja einen Neustart gemacht haben hier auf Gaia. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das noch so ist wie der Rest, wie wir es vorher hatten. Also ich weiß, dass ich nichts zurückgesetzt habe. Ja, das ist eventuell automatisch dann gegangen. Ja, ja, vielleicht müsste ich noch später nochmal nachgucken. Weil das kommt mir etwas sehr häufig vor, der Hunger und Durst im Moment. Naja, wir bewegen uns und wir sind immer in Action irgendwie. Wollen wir irgendwo mal anfangen mit dem Bauen, damit wir uns... Ja, nur nicht mitten auf dem Weg, ne? Ist das hier Weg? Das ist ein Weg. Das ist Weg. Ich würde sagen, hier, wo ich stehe, machen wir das erste Fundament hin. Und dann nach oben dann, hin, oder was? Und dann den Berg hoch, oder wie? Nö, nach links runter. Richtung den roten Bäume und dann nach rechts den Berg hoch. Oder Totenschild ist. Kriegen wir die Steine? Sind das hier welche? Warte mal eben. Ja. Das wird schwierig, weil wir müssen, glaube ich, etwas höher anfangen. Ja, ja. Macht ihr mal, wie ihr denkt, ich besorge Material dann. Ihr sagt einfach, wie ihr es haben wollt. Ja, ich baue mal ein paar Fundamente, ne? So, das müsste ich hinkriegen. Jawohl, zwei Stück kriege ich hin. Wieso kriege ich denn nur zwei Stück hin? Weil wahrscheinlich Stroh fehlt. Gibst du mir die dann mal? Ja, warte. Ich mach mal auf, hier unten... An diesen Stein da unten setze ich mal eine Kiste hin für Material. Ja. Ja, warte, lass uns gerade die ersten zwei Fundamente setzen, wenn der Wanderer die fertig hat. Ja, dann können wir da drauf setzen. Auf die Fundamente. Ja. Weil sonst müssen wir die in der Kiste nachher wieder abreißen und so weiter. Hätte ich auch direkt werfen können, ne? So. Okay, hast du? Ja. Ich habe noch gar nichts. Wo sind die denn? Ach, die liegen immer noch hier drin. Okay, so, jetzt will ich die fallen lassen, drop it, genau. So, jetzt müsstest du sie haben. Jo. So, guck mal, hier ist auch ein Weg, ein Berg hoch, ne? Hier ist so ein kleiner Weg.
mich gespannt, wo du die hinsetzt. Was fehlt mit denen, um noch mehr bauen zu können? Höchstwahrscheinlich Stroh. Ja, das könnte gut sein. Da muss ich hin. Stroh. Ich könnte ja schon mal ein Lagerfeuer machen. So, habe ich schon. Ach, hast schon. Haben wir ja zwei. Okay. Hast schon gesetzt? Ah, da. Warte, kann ich das Fleisch mal rausschmeißen? Wenn ich das Lagerfeuer... Okay. Machen wir zwei Feuer einfach hin. Erstmal können wir wieder wegräumen. So, und das... Dann da... Okay. So, dann habe ich den Behälter öffnen. Etwas Fleisch da hinein. Brauche ich noch etwas Holz dafür. So, und dann können wir das entzünden. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Licht. Sehr schön. Was habe ich noch an Fleisch jetzt was? Oder? Ah, da, das könnte ich auch noch mit hineintun. Warum kann ich denn keinen Schlafsack bauen? Wo ist denn ein Schlafsack? Und da habe ich Gebäude, ne? Oder? Moment, ich bräuchte da auch ein. Ich mache noch mal zwei Fundamente, wenn ich kann. Moment. Bauen. So, nee, ich kann natürlich nicht. Ich brauche. Ich denke nicht, ist das davor? Sind die denn? Die sind hier unten irgendwo. Eine Kiste. Ich mache mal eine Kiste. Eine kleine Truhe. So. Ist sie fertig? Können wir nämlich ein bisschen ablegen. So. Hier, ich schmeiß dir noch zwei Kisten vor die Füße. Jo. So. Jo, prima. So, dann gucken wir mal, dass wir hier dann zwei Kisten dazu stellen. Können wir auf jeden Fall schon mal. So, die andere gleich daneben. Okay. So, dann haben wir hier gleich ein bisschen zum Ablegen. Also, ich mache diese einzelne, die hier so einzeln steht, jetzt mal alle Baumaterialien rein. Die nächste mache ich Eisen und dergleichen. Genau. Also Metalle. Und was so ähnlich aussieht. Kupfer ist dabei. Dann mache ich den Rest erstmal in die dritte Kiste. Felle, Leder, Knochen, nochmal Fell. Das brauche ich wahrscheinlich. So. Ich habe hier Gras. Gras, das war doch zum Dings, ne? Ja, schmeiß es in mein Feuer rein. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass du das gemacht hast. Habe ich auch gleich reingetan. So, Feuer entzünden und alles craften. Müsste gehen. Jawohl, geht. Prima. So, okay. Dann haben wir die beiden auf jeden Fall schon mal. Und... Ja, wenn wir in die Richtung bauen, ist doch gut, in die Richtung Roten Wald, ne? Ja, guck mal, wie weit wir kommen. Also, denk groß, ne? Wir müssen groß denken. Ich laufe einfach mal hier so lang. Ja, das nur Langlaufen nützt dir nichts. Du musst gucken, ob du die Foundation da aufgestellt kriegst. Naja, wir werden das nicht alles auf eine Ebene kriegen. Das muss eventuell mit einer Treppe nach unten oder so ausgeglichen werden. Das müsste aber eigentlich gehen. Das müsste eigentlich kein Problem sein. So,
Achso, Moment. Da ist ein bisschen Stroh. Achso, Garn kann ich hier auch noch mit reintun. So. Den werde ich mal als Notfall ablegen. Okay. Dann habe ich als nächste Aufgabe. Was habe ich denn als Aufgabe eigentlich? Ein Kascha töten. Hatte ich das nicht schon aktiviert? Ich habe keinen Kascha getötet. Ich gehe jetzt einen Kascha töten. Auf die Gefahr hin, dass ich dabei sterbe. Geh nicht den Berg hoch. Nee, ich gehe runter. Das ist zwar ein Kascha, aber der hat doch Gesellschaft. Oh nee, ich gehe mal runter. Das ist bestimmt auch mit Gesellschaft, aber ist ja geil. Dann sterbe ich halt. Wichtig ist erstmal nur den Kascha zu töten, dass ich die Aufgabe loswerde. Vielleicht kann man ja da auch ein bisschen Holz holen. Bring ich ein bisschen Holz mit. Kascha ist rauskommend. Will euch verhauen. Oh, da hinten scheint einer zu sein. Ja, der hat so einen Schmatten. Der hat aber Gesellschaft. Jo, Moment. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Da sind mehrere. Nee, das ist ein Baum. Achtung, der Kascha hat's getan und steht vor dir. Nee, der scheiß Bär kommt. Nee, nicht mehr auf mich. Zankt euch untereinander, aber lasst mich in Ruhe. Ach, da ist Manni. Okay. Was ist das denn für einer da unten? Ist das ein Bocklord? Keine Ahnung. Ich hab einen Bär tot da unten. Oh, komm her, du Bietzekatze, du. Oh, mein Scheiß. Oder ist das ein Dünen drin? Bocklord, dann eben umstellen. Oh, warte. Jo, tot. Quasi tot. Noch ein Toter. So, Kascha getötet. Kann mir jemand mein Schwert reparieren? Ich weiß gar nicht, ob das war ein Steinschwert, ne? Ja. Okay, dann müsste ich das selber. The Satyrs have lived in the forest for generations. Ja, hab ich auch gleich. With excellent leaping ability and great mobility. They are strong hunters. Prove your worth, and Pan may bestow upon you the secrets of their ways. Ach, das geht nicht. Da geht es nicht. So was brauche ich denn? Holz und Steine, die habe ich natürlich vorhin abgelegt. Holz, Steine sind hier. Jawohl. Das müsste reichen. Da ist ja kein Holz hier. Hallo? Da steht ein dicker Baum. Achso, Moment. Die andere Axt. Die Axt. Ups, das ist zerfallen in Teile. Oh, wir müssen, glaube ich, schon was sagen. Ja, ihr Lieben, wir dürfen uns dann auch erstmal wieder von euch verabschieden. Wir sagen einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes und wir sind raus. Gut, wer denkt dran, ein Däumchen nach oben, ein Abo, ein Glöckchen und liebe nette Kommentare. Und wir sagen Tschüss. Oh, der hat noch was. Moment, da muss